Hallo und herzlich willkommen meine verehrten Damen und Herren zu Let's Play Super Mario 64 Rainbow Water Unused Levels. Levels oder Level? Ich habe momentan wenig Ahnung. Ich bin kein so Englisch-Profi. Zumindest sind wir gerade hier bei einem Hafenstadt-Level. Ne, das heißt sogar Hafenstadt. Was wir hier tun können, ist bestimmt Sterne sammeln. Aber ich habe momentan keine Ahnung, wo ein Stern sein könnte. Das sah cool aus. Muss ich kurz ehrlich sagen, das sah cool aus. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, dieses Level noch nie wirklich groß erforscht. Ich fand es so sehr schick. Ja, ich fand's toll. Das ist ein tolles Level. Es hat zumindest sehr schönes Style und so. Das muss man zugegeben haben. Das ist ein schönes Level. Und ich rutsch runter. Warum drücke ich auch B? Ich will ja nur da hoch. Schön, dass ich's darf. Okay. Ich habe das Level noch cool gefunden, weil es wirklich toll aussieht. Ich meine, hallo, die Hafen. Ist das nicht atemberaubend? Ich find's schön. Besonders sieht der Nebeleffekt toll aus. Zumindest, worum es jetzt hier geht. Ich habe keine Ahnung, wo ein Stern sein könnte. Ach, da ist schon einer. Wenn man vom Teufel spricht, da ist auch schon einer. Da hinten war auch noch einer. Wir haben 40 Sterne, wow, das ist toll. Ja, kommen wir da mal aus diesem Gemälde raus. Dieses Gemälde muss man nicht unbedingt. Dieses Gemälde würde man mal nicht so unbedingt erkennen. Ich meine, schaut euch das mal an. Das ist so. Das geht so über in die Wandmalerei. Ich meine halt nur so. Okay, Dachgekraxel. Finden wir einen Stern, der so aussieht. Ah, das ist jetzt irgendwie dann doch falsch. Wir können keinen Stern finden, der so aussieht. Was haben wir denn hier eigentlich? Aber noch Kisten. Kisten zum Zerschmettern, okay. Gebt mir Münzen. Gebt mir all euer Geld. Ich bin nicht geldgeil oder so, ne? Ich bin eigentlich voll ungeldgeil. Die Chakras sollten mich nebenbei mal kurz in Ruhe lassen. Ich hasse euch alle. Ich glaube, ich soll hier gar nicht lang. Vielleicht doch, aber halt nicht hier rum. Vielleicht kann ich auch noch hier hoch. Ja, kann ich auch. Dann bist du da, der Chakra. Nicht in diese Richtung. Nee, auch. Chakra, du bist ein Arschloch. Das musste einfach so frei gesagt werden. Chuck, ja, du bist ein verdammtes Arschloch. Das hat nichts mit Boshaftigkeit zu tun. Das ist nur die wahre Realität. Ich gebe hier nur Tatsachen wieder. Insofern kann mich kein Mensch dafür hassen. So, und wir hätten es geschafft, diesen Stern. Es war irgendwie klar, dass hier oben Stern sein würde. Das war zu verdächtig. Okay, ein Stern. Welcher war das? Dachgekraxel. Sehr schön, das war der erste. Das andere war ja Moor-Dachgekraxel. Moa Crabs und so, ne? Kennt man vielleicht. Sammel die roten Münzen. Die will ich noch nicht sammeln. Pech gehabt. Ich gehe mal darüber. Auf die andere Seite des Flusses. Das ist bestimmt lustig. Das See des Flusses, was weiß ich. Oh, blaue Münzen. Was mache ich denn damit? Sie nicht sehen. Wo sind die? Oh, sehr konstruktiv. Da, das habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Machen wir die beim roten Münzstein. Ich mache jetzt irgendwas anderes. Was ganz Tolles und so. Was Schönes, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Ich werde einen Stern finden. Irgendeinen. Vielleicht ist er hier oben einer. Nebenbei sind die selben. Chakias. Mein Gott, mein Husten will schon, der mich umbringt. Das ist sehr böse von dir, Husten. Warum tust du sowas immer nur? Ist da oben ein Stern? Da ist zumindest so ein tolles Vieh. Das nennt sich, wie nennst du dich nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Du nennst dich Lucky Du, genau. Ah, da ist noch ein Stern. Schön, dass da noch einer ist. Nehmen wir den gerade mit. Here we go. Wir haben einen Stern. Wie heißt der denn? Zum höchsten Punkt. Na, so hoch war der jetzt auch wieder nicht. Es hätte höher sein können. Wäre cool gewesen, wenn diese pyramidenartigen Dinger da gewesen wären, die auch in dem, kennt man da, ach, wie heißt das denn mal genau? Die in Atlantis Aquaria waren. Kennt man die? Da war in Atlantis Aquaria, da waren ja so komische pyramidenartige Dinger, die den Wasserspiegel hoch und runter gemacht haben. Wenn die hier gewesen wären, wäre das cool gewesen. Das wäre eine sauer epische Sache gewesen. So, wir haben hier unten ein kleines Labyrinth, wie es aussieht. Ein putziges kleines Labyrinth, das mich nicht aufhalten kann. Außer wenn es das macht. Oh, ein Koopa. Das ist schön, dass da ein Koopa ist. Wir tauchen mal ab in die Tiefe des Wassers. Mal schauen, ob wir irgendwas finden werden. Da ist ein Eingang. Schön, dass ein Eingang da ist. Da ist eine rote Münze. Anscheinend ist hier ein Unterwasserlabyrinth. Vielleicht mit Aussicht auf die Sterne. Vielleicht finden wir hier irgendwas, was sternmäßig aussieht. Mit Fischen und noch. Ach Gott, Fische. Oh mein Gott, Fische. Fisch. Oh Gott. Vielleicht ist hier unten ein Stern. Das wäre sinnvoll. Zumindest. Ah, nö. Muss ein Labyrinth hier unten sein? Wahrscheinlich der falsche Weg, ha? Woher wusste ich das bloß? Bei meinem Glück hätte es aber auch der richtige sein können. Ab und zu habe ich ja wirklich viel Glück, was das hier angeht. Gut, gehen wir nach links. Gehen wir nach links. Denn das scheint auch nach unten zu gehen. Ist aber anscheinend auch der falsche Weg. Keine Ahnung, das kann man so nicht sagen. Ja, ist der falsche Weg.
schön, dass der falsche Weg so oft falsch ist. Ich bin jetzt gerade hier lang gegangen, da rechts lang gegangen. Das heißt, als nächstes muss ich den Weg geradeaus und links nehmen. Wir fahren also ganz normal nach oben, an die Oberfläche, die so weit entfernt ist, zum Luft auftanken und wir gehen wieder runter. So, drehe ich unten nach Mario, genau, und jetzt gehen wir wieder runter. Mir gefällt das nicht, hier unten hätten... Das gefällt mir wiederum, die Fische sind cool. Ihr seid epische Fische. Das sind epische Fische. Aber mir gefällt das nicht. Hier unten hätten Münzen sein sollen. Dann hätte ich nicht nur auftauchen müssen. Das wäre irgendwie cool gewesen. Dann hätte ich nicht so viel Zeit verschwenden müssen. Ist auch der falsche Weg, oder? Ist auch der falsche Weg. Gut. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit, wo etwas sein kann. Und das wäre recht. Ansonsten wäre dieser Abteil hier sehr sinnlos. Sehr sogar. Nimmer leckt es hier wieder unheimlich böse. Aber es ist leckern. Ah, es hört auf zu lecken. Das ist schön. Das Laggen kann ja... Ach, da ist der Stern. Schön, dass der einfach so da ist. Das ist für dich toll. Okay, ich habe einen Stern mehr. Wie der wohl heißt. Ihre Gewinde des Unterwasser finden und so. Für den richtigen Gang. Ja, mit dem Finden war ich zumindest richtig. So, was brauchen wir noch einen Stern? Die roten Münzen würden fehlen. Und noch ein anderer Stern, wo ich momentan noch keine Ahnung habe, wo das sein könnte. Ich habe vorhin irgendwas mit einem Gitter gesehen. Vielleicht finde ich... Oh, wie geil war das denn gerade? Boah, ey, das sah gerade cool aus. Vielleicht finde ich das Gitter ja gerade. Ich hab irgendwo ein Gitter gesehen, bei dem ich dann wahrscheinlich... Ach, super, seht ihr, da ist eine Buhkappe. Ja, irgendwo hier ist ein Gitter, wodurch ein Stern wahrscheinlich erhaltbar ist. Erhaltbar, kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Zumindest ist hier irgendwo ein Gitter, das müsste ich jetzt finden. Dann kann ich mir dann einen Stern abklauen. Warte, das Gitter war relativ offensichtlich. So, damit fehlen nur noch die roten Münzen und der Münzstern. Das wäre eine schöne Sache. Ins Gitter. Das ist relativ offensichtlich eigentlich. Sollen wir die roten O's finden, oder? Nee. Doch, die roten O's. Das Dark O's. Das doppelte O, das ist halt irgendwie mit Spiel und so. Nein, ich werde keinen einzigen dieser Gobas töten, weil ich hasse es, Gegner zu töten. Ich werde einfach Kisten zerschmettern. Genau, das ist das, was ich tun kann. Das ist das, was ich mag. Ich zerschmettere Kisten, weil das cooler ist. Es ist cool. Ja, cooles Kisten zerschmettern. Ich mag es. Weil wer will wirklich diese blöden Gumbas alle ausschalten? Das ist langweilig, ehrlich jetzt. Nebenbei, du hast keine Erlaubnis von mir erhalten zu leben. Komm her, du. Wie wagst du es, meiner Schlappattacke auszuweichen, du Lucky Two? Boah, ey, was der sich traut, das gibt's ja mal gar nicht hier. Es hat sich noch keiner getraut vor dem hier. Kein einziger Lucky Two. Der soll sich schämen. Nee, das war jetzt nicht so meine Absicht. Also anders das, so. Okay, geschafft. War hier nicht nur eine rote Münze, hier war zumindest eine Kiste. Und irgendwie ist ein Schatten drunter, das bedeutet rote Münze, genau, schön. Schön, dass wir so alle auf unser Ziel zukommen. Ach, das ist schön, diese hohen Sprünge, ich liebe sie. Da vorne ist ein Stern, den möchte ich nicht wirklich haben. Unten drunter müsste, wenn ich... Ja, genau, eine rote Münze sein. Schön, dass ich das richtig in Erinnerung hatte. Dann sind hier unten wieder Kisten, die kann man zerstören. Das kann man wirklich, das glaubt man eigentlich fast gar nicht, aber man kann das. Und wir hätten schon 45 Münzen. Ich glaube, die blauen Münzen sind hier relativ sinnlos sogar. Wenn ich mich nicht ganz irre. Das werden wir aber noch sehen, würde ich sagen. Insofern, einen Nachbarnsprung hat nicht funktioniert. Das ist tragisch. Aber jetzt hat er funktioniert. Und hier oben ist eine rote Münze. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Ich denke, hier kann man bestimmt hoch. Das geht sicherlich. Es würde vielleicht gehen, aber ich bin gerade zu faul, das zu tun, weil das Können erfordert. Okay, so, da oben waren eventuell auch noch rote Münzen. Da oben waren zumindest Chakyas, die einem erlaubten, dass man 5 Münzen, glaube ich, wenn es richtig war. Chakyas waren 5 Münzen, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls wartet da gerade einer sehr freundlich auf mich. Das soll er schön bleiben lassen. Ich mag es nicht so sehr, wenn man mich erwartet. Ich hasse das eigentlich. Weg mit dir, Chakya, weg mit dir. 52 Münzen. So, bist du, Chuck, jetzt dran. Schön, dass du einfach so stehen bleibst und mich meine Arbeit vollziehen lässt. Genau, das ist das Wort. Schlimm, wie ich manchmal... Chuck, jetzt hasse. Ja, ich hasse sie. Das ist böse eigentlich. Das Schlimme ist an den Chuckers eigentlich, die kommen immer so ungelegen und dann werfen sie einen auf gut Glück weg. Wenn das nicht random passierend wäre, wäre ich ja noch damit einverstanden. Aber da das immer random passierend ist und manchmal sogar nicht runterfällt, finde ich das einfach nur scheiße mit denen.
Weil wenn ich schon was falsch mache und ich auch bestraft dafür werden, wenn ich manchmal nicht bestraft dafür werden kann, bin ich zwar happy darüber, aber es ist einfach scheiße von Nintendo, dass das so glücksbasiert ist. Ich hasse Glück. Weil Glück irgendwie so doof ist. Aber irgendwie habe ich ja manchmal viel Glück, was wiederum gut ist. Warum beschwere ich mich eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich beschwere mich über alles eigentlich. Stimmt, oder? Sollte ich nicht tun. So, okay. Mir fehlt hier noch... Ach, Münzen. Schade. Ich dachte, unter Wasser wären noch ein paar Münzen. Ach, hier gibt's genug Münzen. Warum beklage ich mich eigentlich? Wir gehen einfach hoch. Ich glaube, wenn man das Level hier wirklich auf alle Münzen genauestens untersuchen würde, würde man bestimmt auf 200 Münzen kommen. Das kann sicherlich hinkommen. Wobei ich dafür nicht meine Hand verlegen würde. Das glaube ich momentan noch nicht so. Mal schauen. Was ist denn hier noch so schön? Das war hier nicht immer noch eine rote Münze oder so. Warst du? Du kannst durch die Wand gehen. Du bist ein Scheiß-Chuck, ja, das weißt du, oder? Und das war gerade ein blöder Lucky Two, weil er mich fast getötet hätte. Ach du Lucky Two. Wegen dir bin ich jetzt hier in dieser Misere. Eigentlich nicht, aber egal. So. 4 rote Münzen. Oh Gott, mein Hals tut weh. Ich habe irgendwas Schlechtes gegessen oder was Schlechtes getrunken. Oder ich habe gar nichts getrunken. Das könnte auch falsch sein. Das klappt nicht. Das ist schade. Egal, suchen wir halt hier unten nach roten Münzen. Denn hier unten war noch irgendwo eine. Ich glaube hier. Das ist der Hörnerbisschen. Das ist auch gut. Gut, dass wir den haben. So, 45 Sterne. Gut, das ist sehr schön. Brauchen wir noch einen. Und zwar brauchen wir noch rote Münzen. Ja, waren die denn alle? Unter einer Brücke war noch eine rote Münze. War das nicht hier gewesen? Ja, hier war das. Ich habe sie, 6 Stück. Dann würde noch 2 fehlen. Wo sind denn die bravourösen roten Münzen? Ich kann mich daran erinnern, dass hier unten noch was drin war, oder? Yep, da war noch eine. Dann würde mir noch eine rote Münze fehlen. Die müsste ich suchen und dann hätte ich auch diesen klorreichen Stern erhalten. Na, hoffentlich ist die Suche danach nicht so intensiv lang. Dann könnte man nämlich sogar noch den nächsten Stern anfangen. Das nächste Level, meint natürlich. Hätte jeder was davon. Ach, warte mal. Mir fällt gerade was auf. Warum ist mir das bis jetzt nicht aufgefallen? In diesem Level spielt die fantastische Musik des Atlantis... Der Dogstar. Diese tolle Musik hier. Ich liebe sie einfach nur. Das. Gut, dass man das jetzt weiß, gell? Ich meine, wen interessiert es, aber egal. Wie jetzt? Ich krieg keine Großansicht vom Level, wenn ich Start drücke. Wird's ruhig. Ich will mal eine Großansicht. Zwar habe ich gar keine Ahnung, wo da ganz gut die Sterne sein könnten. Aber was ich mal ganz gut eventuell machen würde jetzt... Ah, da hinten ist die Sterne. Ach Gott! Demons war ja einfach versteckt. Genau, dann war meine Idee halbwegs richtig. Ich gehe nämlich ich dachte mir nämlich gerade, ich gehe in den höchsten Punkt des Levels und schaue mich um. Das war eine relativ gute Idee eigentlich. Hat mir im Endeffekt sogar geholfen. Mann, die ist so einfach versteckt, dass ich nicht gefunden habe. Ja, wir holen aber gerade noch ein paar Münzen. Wobei, ich brauche so nicht. Wo ist die... Ah, da ist die rote Münze. So, wo ist jetzt der Stern? Ja, das sind Fragen über Fragen, die ich mir nicht beantworten kann. Das ist eine Tragödie. Vielleicht ist um die Ecke mein Stern. Schade, ich hätte mir das ja wünschen können. Habe ich ja auch, aber es hat nicht funktioniert. Stern, wo bist du denn? Ah, da ist er ja. Schön, dass der da ist. Wie komme ich denn da hin? Kann ich einfach hier um die Ecke laufen? Oh, ich kann um die Ecke laufen. Schön. Cool, ich kann um Ecken laufen. 46 Sterne. Boah, bin ich happy. Das ist toll. Haben wir jetzt eigentlich alle Münzen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Denn irgendwo war in diesem Hack dann Schluss, weil noch nicht alle Level fertig waren. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo der Schluss war. Nebenbei ist da noch ein Toad. Wir kommen im Inneren des Regenbogenpalastes. Schön, dass das so ist. Ich weiß nicht, habe ich da die Sterne? Na, da oben war noch ein Gemälde. Da gehe ich gleich auch hin, weil ich will gerade noch was testen. Und dann sehen wir weiter. So, hier will ich noch hin. Hier ist nichts. Nee, ist auch nichts mehr. Okay. Total in Ordnung. Ich wollte auch gar nichts mehr da haben. Mal gucken, was das ist. Ist das noch ein Level? Bestimmt. Wird sicherlich doch eins sein. Es ist doch ein Level. Schön. Level 7. Wald der Sümpfe. Ich würde sagen,
ich würde sagen, wir fangen damit erst im nächsten Part an. Insofern, ach, wieder schon, bis zum nächsten Mal.